Heute am Mittwoch geht es um geometrische Körper. Du siehst oben im grün, hellgrünen Feld auf Seite 122 im Teil B, Teil 2, Erarbeitungsteil 2, siehst du verschiedene Formen. Und jetzt sollst du überlegen, womit kann man sie befüllen? Was kann man hineingeben? Das erste Bild ganz links ist eine Konservendose. Was passt? Was kann man da hineingeben? Streichhölzer oder vielleicht Papiertaschentücher oder doch Ananasscheiben? Genau, das verbindest du dann bitte. Was ist in einem Ball drinnen? Sind da Zuckerln drinnen oder Taschenrechner? Ich glaube nicht. Also, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber da gibt es ein Bild, das so ein bisschen grinst und lacht. Und das nennt man Holzwolle und, oder sowas Ähnliches. Das wird in einen Ball hineingestopft. Den Rest versuchst du selber zu finden. Nummer 2 ist eigentlich Wiederholung. Was ist das? Oben rund und dann gerade hinunter und unten auch rund. Was ist das ganz Runde? Was ist das mit 4 gleichen Seiten überall und alle Flächen gleich? Das solltest du eigentlich eintragen können. Und die Nummer 2 siehst du an den Figuren, wie viele Ecken, Kanten und Flächen sie haben. Das ist bei der Pyramide jetzt noch relativ einfach. Beim Kegel denke genau nach. Hat er Kanten? Kanten sind, wo zwei Flächen aufeinandertreffen. Und wo ist sie? Und wie viele Flächen hat er? Und wo sind die Flächen? Wenn wir uns in der Schule wieder sehen, werde ich versuchen, dir hier wirklich ein Anschauungsobjekt dazu mitzubringen. Würfel Nummer 3. Du hast alle einen Würfel zu Hause. Den nimmst du einfach als Modellobjekt. Ja, das ist übrigens mein Katerchen. Hier sitzt er gerade in einer Tasche, wo er eigentlich gar nicht sitzen sollte. Er hat es verstanden. Und damit, liebe Kinder aus der 3D, seht ihr, ich bin im Homeoffice aus einem einfachen Grund, weil mit dem Deutschbuch bei der Aufzeichnung dieser kleinen Wissensshow für euch, was schiefgegangen ist, sprich ich habe das Buch für die erste Klasse erwischt. Und daher zeige ich euch jetzt hier am Bildschirm das digitale Buch Teil 2. Und da haben wir es mit Seite 45 zu tun. Und das ist eine Seite, wo du zunächst einmal zusammengesetzte Wörter finden sollst. Alles mit Wasser und, ja, überlegen wir mal. Wassersalz kann es nicht sein, aber Salzwasser, das kennst du, das gibt es wo? Im Meer, ganz richtig. Ja, Kraftwerk, vor oder nach dem Wasser. Hatten wir auch schon beim Thema Energie, Wasser, Kraftwerk und so weiter. Achtung, wenn es ein Zeitwort ist, musst du es bei einem zusammengesetzten Hauptwort ein bisschen verändern. Wie zum Beispiel Trinkwasser. Von der Seite 41, da muss ich jetzt ein bisschen blättern. Sollst du 3 Wortgruppen auswählen, und zwar, ich nehme mal an, von hier, und damit sollst du je Wortgruppe einen Satz bilden. Weiter haben wir hier in der Nummer 3, sollst du Sätze bilden mit wo gibt es Wasser,
oder wohin fallen Wassertropfen? Achtung, die Wortgruppen sind schon vorgegeben. Das heißt, du musst jetzt nur mal den richtigen Fall erkennen. In einem Brunnen ist welcher Fall? Dritter oder vierter? Du weißt, wo verwendet den dritten Fall und wohin verwendet den vierten Fall? In einem, ich habe es schon gemerkt, du weißt es, das M deutet auf den dritten Fall hin. Also wie gesagt, ich glaube, hier kommst du ganz locker durch. Und Nummer 4, gibt es wieder Wörter zu finden, die sich aus den Blumenblättern mit der Mittelsilbe ergänzen. Also es ist eigentlich keine Silbe in der Mitte, sondern das Os oder As oder Üs.